Wir wollen das Ganze noch mal näher einordnen. Bei uns im Studio ist Jacques Schuster, Weltchefkommentator. Schön, dass du heute Abend da bist. Hallo. Man sagt ja manchmal, Politiker, die stolpern nicht über eine Krise, sondern über den Umgang mit der Krise. Wenn wir uns jetzt Frau Paus anschauen, die da am Mittwoch mit ihrer Veto-Grätsche kam, dann heute zur Pressekonferenz eingeladen hat und dann waren gar keine Nachfragen zugelassen. Wie kam das bei dir an? Naja, ich wundere mich, dass eine Partei, die so stolz auf ihre antiautoritäre Tradition ist, in Form von Lisa Paus so autoritär auftritt. Also mir kam das fast vor wie in Nordkorea. Sie hat ja Dinge gesagt, die altbekannt sind und lässt dann noch nicht mal Fragen zu. Ich finde das eine sehr seltsame, um es gelinde auszudrücken, Vorgehensweise. Da gab es dann auch Rückfragen eben auch im Ministerium von Herrn Habeck, der momentan ja im Urlaub ist. Der ließ dann ausrichten, man habe in dieser Woche einen 26-Punkte-Plan beschlossen. Eigentlich sei doch alles Business as usual, sei alles irgendwie gar nicht so schlimm. Kann es sein, dass man bei den Grünen vielleicht das Ausmaß dieses katastrophalen Auftrittes noch gar nicht so richtig realisiert hat? Naja, ich glaube, dass Habeck jetzt von Skandinavien aus, wo er ja wohl im Urlaub ist, versucht, die Brände auszutreten oder austreten zu lassen zumindest. Denn es war ja ganz anders geplant. Was man hört, war es ja so, dass der Kanzler mit Herrn Lindner und Habeck vor einer Woche zusammensaßen und das Vorgehen besprachen. Da kam nicht Lisa Paus vor. Sie hat jetzt im Grunde die Initiative ergriffen letzte Woche und diese Woche dann de facto im Handaufheben sagen, ich bin dagegen. Das ist kein guter Start für eine Regierung, die ja im Streit in die Sommerpause ging und gelobte, wir machen es jetzt nach der Sommerpause besser. Es ist ja wieder Streit und vor allem, wenn es so weitergeht, wird das nicht aufhören. Wir haben ja im Grunde drei große Klopper, wenn ich das mal salopp sagen darf, die jetzt beschlossen werden müssen, die Rente, die Arbeitszeiterfassung und die Mietpreisbremse. Und das muss halbwegs einig. Da muss Einigkeit, genau, da muss Einigkeit herrschen. Und wenn es so weitergeht, dann ist ja nur noch Streit. Also, und dann die Umfragewerte. Schrecklich alles. Lass uns noch mal ein bisschen spekulieren über die machtpolitischen Signale, die Frau Paus da möglicherweise aussendet. Versucht die da, Herrn Habeck noch einen mitzugeben? Na, ich glaube, sie versucht sich zumindest als Linke in ihrem linken Flügel zu positionieren und zu gut zu stellen, besser darzustellen, als sie vielleicht ist. Denn ich meine, letztlich als Ministerin hat sie bisher nicht wirklich überzeugt. Denn sie ist seit Monaten dabei, im Grunde da ein Konzept auszuarbeiten, aber stellt es nicht vor. Man fragt sich, gibt es denn da überhaupt eines? Jacques Schuster, vielen Dank für die Einordnung. Dankeschön.